Hallo und herzlich willkommen bei Retro Spielzeugwelt. Wir sind der Kanal, der sich mit Spielzeug aus den 80er und 90er Jahren beschäftigt, beziehungsweise mit Themen von Spielzeugen aus den 80er und 90er Jahren. Im Hintergrund seht ihr zum Beispiel meine kleine Masters-Sammlung. Die wird jetzt nach und nach aufgebaut. Die liegt nämlich noch in der Schublade rum. Die baue ich jetzt auf. Und wir beschäftigen uns heute mit den Turtles. Und zwar mit den Teenage Mutant Ninja Turtles. Ihr seht hier schon die neue Generation der Turtles. Diese sind 2018 auf den Markt gekommen. Die schauen wir uns gleich einmal an. Ich wollte euch aber einmal einen Blick auf die älteren Modelle geben. Es gab nämlich insgesamt, ich glaube, 7 Teenage Mutant Ninja Turtles Serien. Und da gab es auch verschiedene Figuren. Aber wir fangen mal an mit den Klassikern. Das sind diese hier. Und ich habe jetzt immer Raphael und Michelangelo hier stehen. Von jedem, damit man die Unterschiede besser sieht. Das sind die Figuren hier aus 1988. Wir haben ja einmal Raphael mit seinen Sai, also mit seinen Dreizack-Schwertern. Hier auf dem Rücken hat er noch eine Halterung für eine andere Waffe. Und seine Sai konnte er hier vorne in den Gürtel stecken. Die Figuren sind ca. 13 cm groß und konnte man hier an den Beinen ein bisschen bewegen und die Arme und die Handgelenke konnte man bewegen. Jetzt haben wir hier noch Michelangelo, der hat ein orangenes Kopftuch gehabt, oder hat er immer noch, und hat seine Chakos mit dabei. 2 Stück, die er am Rücken befestigen kann und da tragen kann. Wie gesagt, 1988. Die stellen wir mal zur Seite und kommen zu auch etwas neueren Modellen. Und zwar sind diese beiden auf den Markt gekommen 2012. Hier sieht man schon leichte Unterschiede. Die aus 1988 waren ja ähnlich gehalten. Hier haben wir wieder Raphael und Michelangelo. Ihr seht schon, dass Raphael einen Ticken größer ist als Michelangelo. Aber er hat auch seine gleiche Bewaffnung, die Dreizackschwerter. Aber die Figuren waren schon beweglicher. Das heißt, man konnte die Beine bewegen und auch an den Knien bewegen. Und auch die Arme konnte man zur Seite bewegen und die Handgelenke wieder drehen. Also ein bisschen beweglicher, gleiche Bewaffnung. Ich zeige euch die nochmal von hinten. Alle Turtles, die hier stehen, sind übrigens immer noch von Playmates Toys. Die gibt es immer noch, die stellen immer noch die Turtles-Figuren her. Und das, wie gesagt, schon seit über 30 Jahren inzwischen. So, wir beginnen mal mit Raphael. Ihr seht schon, die sehen schon komplett anders aus. Und da ist natürlich noch mehr Zubehör dabei. Dann machen wir das Ganze mal auf. So, die Wurfsterne habe ich drin gelassen, aber wir werfen mal einen Blick auf den Raphael. Es fällt auf, der ist ziemlich groß. Was mir sofort auffällt, ist, der hat eine andere Bewaffnung. Und zwar nicht seine Dreizacks, sondern Schlagstöcke. Diesmal sind Schlagstöcke dabei. Das liegt einfach daran, weil immer mit den Figuren auch die entsprechenden Zeichentrickserien auf den Markt gekommen sind. Und auch in den Zeichentrickserien haben sich dann die Charaktere ein bisschen geändert. Auch April O'Neil war ja in dem Originalfilm eine Reporterin und jetzt inzwischen ist es ein kleines Mädchen. Hat ein paar Details, wie zum Beispiel hier dieses Pflaster. Und von der Optik her natürlich ein ganz anderes Kaliber. Ich stelle euch mal den von 1988 daneben. Da seht ihr schon, dass die komplett unterschiedlich sind. Jetzt der aktuelle Raphael hat zum Beispiel auch so Schlagfäuste mit dabei. Kann man den drüber machen und soll wahrscheinlich darstellen, dass er besonders viel Kraft hat. Also besonders viel Schwung beim Schlag, deshalb rot. Vielleicht eine kleine Anmerkung zwischendurch. Ihr seht es immer wieder unten aufploppen. Besucht uns auch auf Instagram unter Retro-Spielzeugwelt und besucht auch meinen Shop. Auch im Shop sind teilweise, natürlich nicht immer vorrätig, aber auch die alten Turtles oder die alten Masters-Figuren, Mask-Figuren, immer wieder neue Ware. Guckt da gerne mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. Und jetzt schauen wir einfach nochmal auf Michelangelo. Da ist er. Fällt sofort auf, wenn man Raphael daneben stellt. Er ist um einiges kleiner. Also auch da gibt es Unterschiede. Der ist bestimmt, ich würde schätzen, 2 cm kleiner als Raphael und auf jeden Fall einiges schmächtiger. Und der Panzer sieht auch anders aus. Raphael hat einen zackigen Panzer und hier ist ein Schildkrötenpanzer.
Ich weiß jetzt nicht, ob die aus der gleichen Reihe sind. Die sind auf jeden Fall aus dem gleichen Jahrgang. Ich glaube auch, die sind aus der gleichen Reihe. Das heißt, die sind einfach unterschiedlich hergestellt. Es gab ja immer mal wieder so Abweichungen. 90er Jahren, die Turtles, die rauskamen, da gab es immer so Sonderfiguren von Sportler-Turtles, Farmer-Turtles, Militär-Turtles, also immer bestimmte besondere Reihen. Aber die gehören tatsächlich zur gleichen Reihe. Einfach unterschiedliches Design. Mit dabei ist auf jeden Fall ein Skateboard, wo man den draufstellen kann. Hält auch wunderbar. Aber die Bewaffnung ist auch anders. Und zwar hat Michelangelo in dem Fall nicht seine Chacos, sondern mehr so Morgensterne. Und also ist so eine Mischung aus Schlagstock und Chaco, aber aus drei Teilen. So, das war es erstmal zu den Turtles. Ihr habt mal drei Generationen der Turtles gesehen. Wie gesagt, schaut gerne mal im Shop vorbei. Vielleicht ist da das ein oder andere für euch dabei. Und abonniert uns auch auf Retro Spielzeugwelt. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, sofern die Kommentare gehen, ist bei YouTube ja immer so eine Geschichte, welche Serie ihr am besten findet von den dreien. Welcher dieser drei Figuren, welche findet ihr am besten? Alternativ guckt bei Instagram vorbei auf Retro Spielzeugwelt. Da ist auch ein Bild ziemlich aktuell von diesen drei Figuren. Wenn YouTube nicht funktioniert, könnt ihr auch gerne da einfach mal kommentieren. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis dann.